den Staat, der wollte den Sozialismus aufbauen, und da stand ihm die junge Gemeinde, die Jugendkreise im Weg. Er wollte die SED aufbauen, die FDJ, die sollte, Freie Deutsche Jugend, die sollte alles beherrschen. Und nun störten ihn die christlichen Jugendkreise. Wir sagten, komm zu uns. Und es war wirklich so, wir waren attraktiver als die FDJ. Und die mussten sich erst aufbauen. Das ging sehr schwierig. Und die standen bei uns und sagten, wir kommen zu euch. Jedenfalls, wir hatten lebendige Jugendkreise. Das hat den Staat mächtig geärgert. Und dann begann er, die Kirche zu verfolgen und zu beschimpfen und zu verdächtigen. Wir seien amerikanische Sabotageorganisation, die junge Gemeinde, gab es große, in den Zeitungen große Artikel, wie Leute das erfahren hatten und bemerkt hatten, wir seien illegal und wir seien amerikanische subversive Organisation und Kampf gegen die junge Gemeinde. Ich kriegte zum Beispiel, ich studierte damals in Jena, wenn ich das Kugelkreuz trug, das Kreuz auf der Weltkugel, das kleine Zeichen, dann kriegte ich kein Mittagessen. Also durfte es nicht geben. Nicht? Und so. Und wir hatten ziemlich bewegende Bekenntnisgottesdienste, weil wir dagegen wieder protestierten. Das gab eine ziemliche Auseinandersetzung. Und eines Tages heißt, mein Vater wurde fristlos entlassen. Also ich wusste nicht, ihm wurde nichts gesagt, ohne Gründe fristlos entlassen. Aber einer seiner Kollegen sagte ihm, du bist im Vorstand der landeskirchlichen Gemeinschaft. Alle deine, wir waren 5 Geschwister, deine Kinder gehen zur jungen Gemeinde und ein Sohn studiert Theologie. Du bist nicht würdig, hier etwas zu sein und voranzukommen. Mein Vater war nur Buchhalter und wurde entlassen. Und das war also wirklich eine sehr starke, verleumderische Kampagne des Staates gegen die Kirche. Und die war auch so stark, hat aber auch so viel Unruhe gebracht, weil der Staat auch einige diakonische Einrichtungen schon konfiszierte, schon besetzt hatte und der Kirche abnehmen wollte. Das hat aber dann in der Weltöffentlichkeit in Europa Aufruhr gegeben und Sensation gemacht, sodass sie von Moskau Bescheid kriegen, ihr Ruder zurück. Und dann kam ein sogenannter neuer Kurs. Das war aber dann auch, da war vorweg schon der 17. Juni gewesen und dann nur zuckte der Staat zurück und so. Und da hat er, wir haben damals nicht gewusst, ob das nochmal wieder zurückgeht. Es hätte auch so sein können, wie es in der Sowjetunion war. Viel mehr Druck und richtig Knast und Verfolgung. Sind in der Zeit einige Jugendpastoren, Jugenddiakone und auch ein Studentenpfarrer oder zwei sind eingesperrt worden, bloß weil sie Jugend hatten oder weil sie mal in einer Jugendstunde ein Buch aus dem Westen, das man zitiert oder was vorgelesen hatten. So, das wurde dann hochgepusht und dann kamen sie ins Gefängnis. Und da haben wir schon damit gerechnet, wenn das so weitergeht, dann werden wir immer rechtloser. Und da haben meine Eltern, als mein Vater dann arbeitslos war, er war 1928 aus Heide in Schleswig-Holstein, dann war arbeitslos und kriegte Arbeit in Wismar, zog also zu uns hin. Und da sagte mein Vater, 53, ja, wenn ich hier arbeitslos werde und so, dann ziehen wir wieder zurück in die alte Heimat. Und da sind meine Eltern rüber mit meinen 4 Geschwistern und ich blieb da. Und wie haben Sie das begründet? Also ich meine, was hatten Sie vor? Also ich war im vorletzten Studienjahr und es war also abzusehen, wann ich mein Examen mache. Und ich sagte zu meiner Mutter, hier werden Pastoren gebraucht, ich muss hier bleiben. Das ist ein inneres Muss. Und Mutter hat erst geweint, aber dann hat sie gesagt, na gut, und hat sich reingefunden. Und wir haben es auch nie bereut. Natürlich war unsere Familie dadurch geteilt, aber die Eltern haben uns besucht, so oft sie konnten, ihren Urlaub dann bei uns verbracht. Trotz der 20 Mark, die sie jeden Tag bezahlen mussten, haben sie uns besucht. Das war immer der Höhepunkt des Jahres, wenn die Großeltern zu uns kamen, sodass wir zwar geteilte Familie hatten und das schon belastend war, aber andererseits letztlich doch uns als Familie immer wieder hatten.